Express. Toni Schumacher bezeichnet sich als den zweitbesten Manager Deutschlands nach Uli Hoeneß. Antworten Sie, danke für die Blumen oder danke für den Druck? Toni war mal Torhüter. Ich weiß, dass die ja ein bisschen andere Sichtweise manchmal haben. Also muss man ihm nachsehen. Ich finde das nett vom Toni, aber war auch unnötig. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe auch lange überlegt, ob ich zum 1. FC Köln gehen kann, weil ich nachgedacht habe, ob ein Club zwei ehemalige Torhüter verkraften kann. Also ich meine, das ist schon schwierig. Ja, und dann auch auf Funktionärsebene, naja. Aber am Ende haben wir uns dann doch dazu entschieden und ich hoffe, dass Toni und ich das schon irgendwie nebeneinander herbekommen.